Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Wir befinden uns immer noch in der riesengroßen Bifrost Mall. Hieß sie, glaube ich. Muss jetzt mal ganz kurz gucken. Achso, ja, hier ist die Street. Genau, hier sehe ich aber nicht den Namen dieses Zentrums. Ich habe jetzt nämlich eine mehrtägige Cold Steel Pause wieder hinter mir und weiß aber, glaube ich, noch, was mein Fahrplan beim letzten Mal gewesen ist. Bifrost, ich habe richtig gelegen. Ich weiß nicht, warum ich da noch ein Ö rangehangen habe. Keine Ahnung. Aber man kann ja auch mal... Wahrscheinlich, weil ich es mit dem Begriff Frösteln assoziiere. Aber ich weiß nicht, ob der Betreiber dieser Lokalität das hier so wünscht. Auf jeden Fall werden wir nicht drum rumkommen, hier einiges noch an Geld zu scheffeln, denn wir werden spätestens hier arge Probleme kriegen und an unsere Grenzen stoßen. Welcome, I'm Flint, and this is my drugstore. I've heard the rumors that this place gets a lot of famous customers, but that's nowhere near the truth. The closest we get is Governor Ragnit's regular visits to buy something to keep him awake. How many times have I told you to get some real rest now, Dad? So, warte mal, ich muss mal mein Mikro ein bisschen justieren. Ich bin auch noch nicht so lange wach, muss ich euch zu meiner Verteidigung sagen, falls sich wieder Sprachfehler und Vorlesedefizite abzeichnen. Aber ich tue mein Bestes, um das zu kompensieren, okay? Well, we did have a visitor from the Opera House recently. But funnily enough, they were looking for something to keep them awake too. Their practice must be taking its toll. Scheinbar. Was soll ich sagen? Ja, vielleicht läuft das gar nicht so gut, wie hier die Rede davon ist, weil ihr einfach zu teuer seid. Ach, du bist noch gar nicht der Waffenhändler. Du bist gar nicht der Waffenhändler. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Also ich meine, vielleicht seid ihr trotzdem zu teuer. Aber darauf zielt ihr das gar nicht ab. Mit irgendeiner anderen Stadt verwechsel ich das. Aber er hat ja auch gesagt, dass er der Drugstore ist. Da hätte ich ja gar nicht aufs Schild gucken müssen. In irgendeiner anderen Stadt war das nicht sogar bei Rayahard? Da war das genauso aufgebaut und da bist du hier nach oben gegangen und da war hier der Waffenhändler. Aber die Stadt haben wir scheinbar schon hinter uns gelassen. Mein Kopf bringt da schon wieder Sachen zusammen, die nicht zusammengehören. Hallo, Hark. Hast du was mit Kaffee zu tun? All of the stores here in Plaza Bifrost have some lofty reputations. But you'll find pretty much anything you could ever need here. Well, at least if you're a commoner, nobles might have different needs. Plaza Bifrost is great for everyone who isn't a noble. It's definitely one of Heimdall's trademark spots with its long history and all. Und wo gehen dann die Noblen hier einkaufen? Sind wir da schon gewesen letztes Mal? General Goods. War ich schon beim Waffenhändler? Ich weiß das nicht mehr. I'm so sorry, aber wir werden es zu gegebener Zeit rausfinden. Welcome. We have a wide assortment of luxury goods from name brands, as well as fine selection of imports. Take your time and indulge your interests. I'm confident you'll find something that catches your eye. Mal gucken. We have a wide assortment of luxury goods from name brands. Das hat er gerade schon mal gesagt. If you can find what you're looking for, let us know and we'll place a custom order. Alles klar. Wir wollten ja hier hin und wir haben aber beim letzten Mal... Ne, wir haben mit der nicht gesprochen, mit der Dame unten an der Information. Denn wir sind eigentlich auf der Suche nach einer Platte, die dringend gebraucht wird in dem Lokal neben unserer Unterkunft. Doch, ich habe so wenig Mira. Ich habe beim letzten Mal schon aufgestockt. Ja klar, ich habe aufgestockt. Ich habe für Laura und für Markias habe ich Waffen gekauft. Das weiß ich jetzt. Jetzt, wo ich meine Truppe wieder sehe, kommt das auch alles wieder. Hallo Erinnerung, alter Freund. Hier kann ich mir auf jeden Fall nichts leisten. Aber warte mal, wenn ich mir was leisten könnte, angenommen, ich wäre jetzt irgendwie hart reich, dann würde ich mir hier was genau mitnehmen? Diese Geschichte hier. Ja, diese Pendulums, die sind halt ganz nett, ne? Green Pendulum werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Puppy Strap. Ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben, in meinem ersten Durchgang, ich weiß aber nicht mehr, woher das rührte, dass ich so ein Ding mit mir führen sollte, weil das später irgendeinen Verwendungszweck haben wird, aber ich krieg nicht mehr zusammen, welcher das gewesen sein soll. Ich meine, jetzt habe ich gerade eh nicht die Kohle, von daher muss das wohl noch warten, aber hier sind noch Leute, die mit uns sprechen wollen. Hallo, Customer. Shouldn't we at least go to mass at the cathedral, Daddy? I'm always going there because of Sunday school, but none of you ever go. Aha. Shouldn't we at least? I'm always... Was ja prinzipiell nicht schlimm ist, es sei denn, ihr predigt zu Hause immer, wie wichtig das ist und lebt das dann selber nicht vor. Das wäre dann eine ganz schön hässliche Doppelmoral.
It's almost time for the summer festival. Not that my family has anything exciting planned. We might go out for a meal or something, but that's about it. Okay. Kein Wort von der Messe, die da stattfinden soll. Na gut, ihr werdet euch schon einigen. Einfach den Familienrat zusammenholen und dann demokratisch abstimmen oder so. You've probably seen the Heimdall military police stationed all over the city. They make sure everything in the capital is safe and under control. So they're basically like the police you'd find anywhere else, but with a fancier name. You've probably seen the Heimdall. Ja, die sind mal auch abgekürzt worden mit HMP. Und ich habe das, glaube ich, damals, als ich noch ausgeschlafen und fit war, damals habe ich völlig geistesgegenwärtig das, glaube ich, relativ richtig übersetzt. Aber so explizit beim Namen nennen tut er das ja, glaube ich, zum ersten Mal. Hi, Greg. Oh, you guys are from Thorns, aren't you? My parents work here. You guys know anyone from Class 7? I'm always hearing about them and their fancy red uniforms. Well, welcome to Heimdall. Glad to have you here. Wir haben diese red uniforms. Ich trage die gerade nur nicht. We serve some light meals here to go along with the coffee. I get all my cooking know-how straight from my dad. Which means it probably won't taste too different from what you normally eat at Thor's. Na dann, we serve home light meals here to go along with coffee. Okay, das haben wir schon gelernt. Ich weiß nicht, das kann was Gutes und was Schlechtes bedeuten. Eigentlich bin ich, wenn ich weit wegfahre, eher interessiert an Dingen, die ich zu Hause eher nicht so aufgetischt bekomme. Aber dann kommt hier wenigstens auch ein bisschen Heimeligkeit auf. Also letzten Endes Vor- und Nachteile halten sich eventuell die Waage. Ja, ich würde es gerne kaufen, ne? Ich würde es gerne kaufen. Aber wo keine Kohle, da kein Einkauf. Und zum Ladendieb will ich jetzt nicht werden. Aber ich werde jetzt eine Sache, einfach nur, weil ich gucken will, ob sie dieses Detail jetzt in irgendeiner Form eingebaut haben. Ich will ihn jetzt mal mit meiner Red Uniform begrüßen. Und gucken. Ah, nee, der hätte wahrscheinlich, oder was ist wahrscheinlich, wenn überhaupt, hätte er wahrscheinlich was, war schon wieder das wahrscheinlich, hätte er was gesagt, wenn ich die beim ersten Ansprechen getragen hätte, die Red Uniform. Ups, nee, ich wollte es hier removen, genau. Wir sind jetzt so unterwegs, wie es gerade zur jeweiligen Jahreszeit passt. So wie es vom Erfinder gedacht war und so wie es für unsere Leute hier am luftigsten ist, bei den vermeintlich warmen Temperaturen draußen. So, Informatione. Ja, zu dir wollte ich. Mit dir sprechen wir jetzt auch. Hast ja lange genug gewartet. Welcome to Plaza Bifrost. Is there anything I can help you with? We're looking for a specific item and heard that this was the place to ask. That's right. What can I help you? What can I help you find today? We're trying to find a record that came out roughly 30 years ago. It's called Amber Amour. Is there any chance that someone here would have it in stock? Amber Amour, allow me to get in touch with our affiliated stores. Please bear with me as I do so. Please bear with me as I do so. Okay, ich beere mit dir. Thank you for waiting. Did you manage to find it? I'm afraid not. I contacted all 5 stores, but none of them had a copy, I'm afraid. That's less than ideal. Can you ask anyone else? Unfortunately not. I'm afraid you might have to inquire elsewhere. However, before we resort to that, it is possible for us to contact the record maker and ask them to send us a copy. Would that be of interest to you? How long would it take to arrive? It depends on the company, but anywhere from a week to a month, I'd say. Uh-oh. Unfortunately, we were asked to find a copy by tonight. While I appreciate the offer, there's not much point in getting it a week from now. So you need it right away. Then might I suggest you visit the Ost-District? Ich finde das immer so lustig, wie hier einfach daraus nicht East oder Eastern District gemacht wird, sondern hier einfach von dem Ost-District die Rede ist. There's a very reliable second-hand store that might have it, man. Alright, I didn't think of that. Didn't realize there were secondhand stores in Heimdall. Don't you live in the Ost District, Markias?
Not only do I live there, I know the woman who runs the store. The store is named Emrods and I'm fairly certain they sell old records. Da hättest du ja auch früher drauf kommen können. Well, what are we waiting for? Let's go. Fine by me. We really appreciate all the help you've given us. My pleasure, I do hope you find what you're looking for. Ja, klingt ja erstmal schon mal gut, ne? Und wir wissen sogar, wo wir hin müssen, weil Mark ja seinen Laden kennt. I do hope you find that record you're looking for, but should you ever require anything else, please come and visit us again. Guter Service auf jeden Fall. Also der glaube ich, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan hat. Und ja, mal gucken, ob wir heute noch ans Ziel kommen, denn der Tag ist auch irgendwann zu Ende und unsere Auftraggeber braucht das Ding ja für heute Abend, ne? So, ich glaube, da gehe ich jetzt erstmal noch nicht rein, denn da ist Hauptmission. Ich glaube, dann sind wir hier mit diesem Abschnitt erstmal fertig. Das ist jetzt, wo sind wir gerade? Wir sind jetzt bei Plaza Bifrost, ne? Achso, ne, warte mal. Hier bekomme ich jetzt nur die Läden angezeigt, die sich in dem Abschnitt befinden. Und wo war jetzt nochmal die große Karte? Kam ich da gar nicht rauf? Warte mal, ich kann das Ding hier ansteuern. Genau, diese Übersicht, die habe ich vermisst. So, Alto Street, da sind wir schon gewesen. Ost District, da müssen wir jetzt für die nächste Mission hin. Und weil ich mich von oben nach unten durchwurschteln wollte, gehen wir jetzt einfach mal in den Garnier-Bereich. Kann ich das wegdrücken? Also, nicht, dass das schön anzusehen wäre, aber haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesehen, oder? Außerdem bekommen wir doch nicht mal irgendwie die Gespräche da drin mit. Das wäre nämlich interessant. Da würde ich die ganze Folge nichts anderes machen, als nonstop hin und her zu fahren. Wenn wir hier drin, in dieser Bimmelbahn, einfach mal belauschen könnten, worüber unsere Mitstreiter so quatschen. Aber es wird uns verwehrt. Dafür haben wir jetzt einen neuen Abschnitt vor uns. Ich kriege das gedanklich gerade gar nicht eingeordnet. Beim Ostdistrikt weiß ich noch, was da Phase war. Und wie das da aussieht, da gibt es auch einiges zum Erkunden. Aber hier... Ach, das ist die Geschichte. Ja, ja, ja. Okay, das ist wahrscheinlich der schönste Abschnitt hier der ganzen Stadt. Also, naja, weiß ich nicht. Der hat halt einen Brunnen, ne? Und überall da, wo es Brunnen gibt, da... da bin ich halt... Ja, guck mal, da ist er. Da bin ich halt voll der Freund von. This is the Garnier District. It's famous for being home to Heimdall Opera House as well as a bunch of expensive jewelers and hotels. So it's kind of an entertainment district then. Doesn't seem like the kind of place we'd be spending much time in at least. There's a casino in one of the clubs around here too. It probably goes without saying, but it's completely off limits to us. I have to admit I am curious. Boo! I can do without the casino, but I love to see something at the Opera House someday. I mean, the operas are the face of Erebonian culture, after all. I'd love to see one too, especially if I could get one of the box seats. They must be amazing to earn such high praise from you too. But right now we've got a request to take care of, so let's take a look around. A fine idea. Ich bin hier irgendwie super positiv überrascht, dass ausgerechnet Laura von sich aus sagt, dass sie da voll interessiert dran wäre, weil ich hätte bei ihr irgendwie am wenigsten erwartet, dass sie da überhaupt ein gewisses Grundinteresse hegt. Keine Ahnung, hat sie da anders eingeschätzt, hat mich überrascht. Oh, 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 what an exciting place this is. As if the famous opera house wasn't enough, they've got a casino, nice clubs and even multiple famous clothing stores. It would take me a lifetime to enjoy everything. Mhm, exciting place. Ich weiß nur, dass der Laden, der hier links von uns, ist, glaube ich, der teuerste im ganzen Spiel. Und da liegt man richtig weinend auf dem Boden, wenn man den einmal besucht und sich die Preise anschaut. Das werden wir uns gleich auch nochmal geben. Hallo, Weacock. Du hast einen sehr interessanten Namen. Well, hello there. Are you here on a field trip? What a pleasure to see young students such as yourselves learning more about our rich culture. The Heimdall Opera House embodies one of Erebonian's longest standing traditions, so I recommend you pay it a visit. There is also St. Cory's, which currently has a national treasure on display. I absolutely recommend Heimdall Opera House for anyone looking to learn about our culture. There is also St. Okay, das haben wir gerade schon mal gehört.
Alles klar, werden wir alles nach und nach angehen, aber wenigstens sind wir durch die Gespräche vorbereitet auf das, was uns dort erwarten könnte. Hallo Sarah. Ich mag diesen Namen mit Z geschrieben irgendwie voll gerne. Ich finde das voll schön. Also wenn ich mir jemanden aussuchen könnte, der irgendwie Sarah heißen sollte, also also jetzt egal ob im Spiel oder ein Kind, oder ich finde die Schreibweise mit Z irgendwie schöner als die klassische mit S, weil die eine halt spezieller ist und die andere so weit verbreitet, ne? Gilt aber nicht für alle Namen. Manchmal finde ich die gängigeren Versionen schöner. Egal. I do wonder what will come of those rumors regarding Princess Alphen's dance partner at the garden party. Everyone's debating on so fiercely about who exactly it will be. Mhm. I do wonder what will come of those rumors regarding Princess. Okay. Ey, du hast einen Eigennamen. Bei dir hätte ich gedacht, dass du ein bisschen mehr erzählst, aber okay. Hat sie nicht das gleiche Outfit an wie Mary? Nur Mary halt in grün und sie in pink-rosa. So, Princess Alphen is making her way to the garden party and Prince Cedric's taking part in the mass at the cathedral. Then there's Prince Oliver, who will be going to see the summer races. This is the very first time all three of them have taken part in the festival at once. What a thrilling year this is. Mm-hmm. So Princess Alphen is making her way to the garden party. Summer races, ja. Okay, Premio heißt er. Ich habe seinen Namen voll übergangen. Premio und Sarah. Na dann, da haben sich ja zwei gefunden. So, was ist mit euch los? Ihr seid Touristen. Crossbell has its own famous troop too. They're called Arc-en-Ciel oder so. But when it comes to history and tradition, Heimdall Opera House wins hands down. But I would love to see them join forces and perform someday, especially since I'm a fan of both. Na dann, Crossbell has its own famous troop too. Ah, also du kommst jetzt aus Crossbell, sonst würdest du das hier wahrscheinlich nicht so einleiten. I'm finally here. I've always dreamed of the day I'd be standing here ready to watch an opera. Na dann, gönn dir. I'm finally here. Ich möchte auch gerne joinen. Ich glaube aber, wir können jetzt noch gar nicht rein. Here we have the Heimdall Opera House. It's the largest opera house in the world, boasting 250 years of exquisite history. It also served as a common meeting place for nobles in the Middle Ages. And of course, the operas that take place here remain the greatest representative of Erebonian culture to this very day. The Heimdall Opera House is the largest opera house in the world, boasting. You look like you're all big fans. Ja, das sind sie. Ich glaube, das wären sie auch, wenn du da nicht so viel drüber... So this is the opera house, huh? Might be nice to see a show sometime. You need to reserve your seats 2 months in advance, though. And that's just for the cheap seats. Es sieht einfach von außen schon ultra schön aus, ne? Und selbst wenn sie jetzt nicht mit so historischen Hintergründen um die Ecke kommen würde, wäre man, glaube ich, trotzdem mega fasziniert davon. This is Heimdall Opera House. It seems unrelated to your field study. Ja, so habe ich das nämlich auch in Erinnerung, weil ich dachte mir so, oh, geil! Coolstes Gebäude hier in der Ecke interessiert mich am meisten. Und dann habe ich mir das für den Schluss aufgehoben und dann kam man da nicht rein. Ja, Pustekuchen. So, mit dir habe ich noch nicht geschnackt. Hallo, Korba. Du verkaufst scheinbar irgendwas Essbares, würde ich sagen. Don't tell me, you're downright famous from all this sightseeing, right? I mean, this is the biggest city on the continent after all. But fear not, my stall sells just what you need. Food. Ja, don't tell me, you're... I mean... Okay. Alles klar, dann zeig mal, was du hier so im Petto hast. Wenn du wüsstest, wie wenig Kohle wir dabei haben, dann würdest du dir gar nicht erst die Mühe geben, dich hier so für uns ins Zeug zu legen. Ich kann mir leider nichts leisten, deswegen müssen wir das erstmal aufschieben. So, ich habe dann hier ansonsten eigentlich nur noch den Juwelier. Gehen die hier rein? Ja, das tun sie. Dafür haben sie Zeit, weißt du? Aber kurz mal im Opera-Haus vorbeischauen, das ist dann schon wieder nicht drin. So, sieht auf jeden Fall, Entschuldigung, sehr etipetete aus hier. Mit wem fangen wir an? Mit dem Touristen. What a beautiful tiara. I'm so glad I made the time to come and see it for myself. I never thought I'd have the chance to view the legendary crimson tiara in person. Mm-hmm. What a beautiful tiara. Gucken wir uns gleich mal selber an. Ich glaube, Ranzoom geht hier nicht. Wow, a tiara encrusted with carnelians? This is about as ritzy as you can get. So shiny. Doch, so sieht man das ganz gut hier.
Ja, aber wenn du direkt davor stehst, erkennst du halt nicht viel. Also, ich finde das Ding auch wunderschön. Also, ich finde Tiaras ja generell meistens hübsch. Aber die Auswahl der Edelsteine, die taugt mir, auch wenn ich von Edelsteinen gar keine Ahnung habe. Ich beurteile nur nach oberflächlichen Äußerlichkeiten. Good day. We're currently exhibiting this spectacular piece of antique jewelry, the Crimson Tiara. Truly breathtaking, isn't it? As a matter of fact, it's being considered for inclusion as a national treasure due to its historical value. But go on, gaze upon its beauty to your heart's content. Ja, haben wir schon. Also, ganz ehrlich, das ist bei mir, mit Schmuck ist das bei mir wie Wein. Ich kann die richtig guten Sachen von den eher semi-wertvollen Sachen kaum unterscheiden. So, was ich hübsch finde, finde ich hübsch. Was mir schmeckt, das schmeckt mir. Aber meistens steht das nicht in Relation zum dazugehörigen Preis bei diesen ganzen High-Class, High-End-Produkten. Das ist, bei Technik ist das zum Beispiel ein bisschen anders, aber das sind so zwei Kategorien, also Food und jetzt hier, Food sage ich schon, Wein und Schmuck, da sehe ich das nicht so eng. Last month we had to do some engineering work here in preparation for displaying the tiara. Now this building is fitted with the Rainford Company's most cutting-edge security system. Not even the legendary Phantom Thief B could slip past this. So just relax and enjoy a look around our store. Bin ich gerade dabei. Noch kann ich atmen und noch stehe ich aufrecht, weil ich mir die Preise noch nicht angeguckt habe, von dem, was hier angeboten wird, aber das kommt noch. This tiara is so elegant, so beautiful, I can't help but sigh. I pride myself on having quite a collection of jewelry, but nothing I own holds a candle to this. Perhaps if I'd been able to marry into royalty, I could have possessed something this exquisite. This tiara is so elegant, beautiful. Na dann, mach mal. Wenn das dein Lebensmittelpunkt ist, dann gönn dir irgendeinen Typen, auf den du eigentlich gar keinen Bock hast. Nur weil er Knete hat, mach das, wenn du möchtest. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich drück dir die Daumen, weil ich das immer so oft zum Abschluss sage, aber das wäre hier tatsächlich eine Lüge. Hallo Gonon. Welcome to San Quarries, ich will mal Quarries sagen, San Quarries Jewelers. Ah, has this diamond bracelet caught your eye? It was designed in a style popular in Heimdall during the Middle Ages when the Crimson Tiara was created. Aha, welcome to... Ich weiß gar nicht, worauf er sich hier gerade bezieht, weil hier so viel ausgestellt ist, aber ich kann nicht ranzoomen. Für mich, also ich kann von außen nicht unterscheiden, ob ich da ein 100-Euro-Ding vor der Nase habe oder ob da noch zwei Nullen dran müssen. Keine Ahnung. So, hallo, was hast denn du für einen ulkigen Namen? Hat man das Ö verschluckt? Warst du mal Löwe? Und es hat für den vierten Buchstaben nicht mehr gereicht? Welcome to our store. Have you decided what you like to purchase? We offer an installment plan to customers interested in purchasing high-value items. If you'd like to learn more, please inquire with any member of our staff. Jetzt kommt gleich der große Moment. Kann ich auch in Raten zahlen oder was? Ich möchte das bitte erst im nächsten Jahr bezahlen und heute alles mitnehmen, was ich so kriegen kann. Geht das? Ja. Ich habe nicht übertrieben, oder? Das tut einfach nur weh. Aber guckt euch mal an, wie krass und heftig die State Boosts sind. Also seit ich diesen Laden gesehen habe, habe ich gefühlt für nichts anderes mehr Geld ausgeben wollen. Weil ich wollte mir das unbedingt irgendwann mal leisten können. Also das eine oder andere, das findet man auch. Haben wir Evergreen nicht sogar schon gefunden? Warum wird denn das? Das wird mit 0 angezeigt, weil das irgendwer angelegt hat, ne? Ja, ich habe das nicht geträumt. Wir haben Evergreen beim letzten Mal gefunden. Das war im Old School House, weiß ich noch. Da hatte ich, glaube ich, sogar erwähnt, dass das Teil irgendwie extrem wertvoll ist. Ich habe, glaube ich, nur erwähnt, dass es extrem gut ist, ne? Dass es extrem wertvoll ist, weiß ich gerade nicht. Aber den anderen Kram, hier so Stärke plus 50 und Resistenzen gegen so viel Kram, das ist unschlagbar. Das hier. Wenn das einmal dein Magier bekommt, dann legst du dem nichts anderes an. Und du kannst es theoretisch auch zweimal kaufen. Ne? Und das zweimal anlegen. Dann hast du gleich einen Boost von plus 100. Also mega nice. Aber out of reach für unseren Geldbeutel. Deswegen gehen wir mal ganz schnell wieder weg hier. So, damit konnte ich jetzt nicht nochmal interagieren. Das heißt, wir sind mit diesem Abschnitt dann auch vorerst durch. Zumindest so lange, bis ich beschließe, jetzt hier zum Himmel zu gehen. Zum Hotel der Himmel. Aber jetzt
gehen wir erstmal in den Ostdistrikt. Dracula's Plaza machen wir als letztes. Ich bin gerade ein bisschen verunsichert, weil ich habe wegen Red Moon Rose mir aufgeschrieben, dass ich an einen Ort muss. Und zwar auch am heutigen Tage. Wo ich aber gerade mir gar nicht mehr sicher bin, ob wir da heute noch hinkommen. Und das irritiert mich gerade ein bisschen. Aber wir werden sehen. Sag niemals nie. Wobei, nee, ich habe was verwechselt. Ich glaube, das Plaza, diese Plaza-Ecke, Dracula's Plaza, ich glaube, da werde ich den nächsten finden. Weil es kommen jetzt hier innerhalb von 2 Tagen 2 Exemplare, die man mitnehmen kann, die halt super einfach wie immer verpassbar sind, ne? This is the Austin district where I was born and raised. You'll find mostly lower class citizens and laborers living around here. There are a lot of old-looking buildings in this area, but it doesn't look especially run down. It wasn't included in the city's redevelopment plan, but they take good care of it nowadays. Once my father and Chancellor Osborne came into power, at least, the two of them managed to improve the employment numbers around here, and in turn the standard of living. That's why they're so popular here in Heimdall. Chancellor Osborne in particular is famous for holding his ground against even the most influential nobles. Interesting. So does that mean we are near your house, Marcus? Yeah, relatively. While there isn't much to see here, everyone gets along pretty well and they're always there for each other. On that note, there are a number of people here who I'd like to see before we leave, but I'll do that later. Fine by me. Let's go. Das machen wir. Mag diesen Ort hier. Mensch, Marcus, dann können wir dich ja offiziell als Ossi betiteln, ne? Welcome to the club. Finde ich durchaus sympathisch. Auch wenn ich finde, dass er nicht so wie der typische Ossi anmutet. Aber ey, was ist heutzutage schon der typische Ossi, ne? Vor allen Dingen hier in der Welt, wo nochmal die Uhren wahrscheinlich ganz anders ticken. So, Old Lady Magil. Magil wie Agil. If you say the name Karl in this district, everyone knows you're talking about Karl Ragnitz. He's made every single one of our lives better. He was always a smart kid, but nobody expected he'd grow up to be our governor. We're all real proud of him. Boah, das ist so schön zu hören. Das ist so fern ab unserer echten Realität. Also im kleinen Rahmen hast du das wahrscheinlich auch, aber im großen halt eher nicht. Und ja, das ist so ein Szenario, was ich mir fürs Real Life auch wünschen würde. Ich wünschte, ich wäre diese Frau, die genau das behaupten könnte. Karl always been a smart, good-hearted kid. Being the governor's a big responsibility, but I'm sure he can handle it. Er hat es ja auch schon bewiesen. Ja, er hat ja scheinbar auch schon viel richtig gemacht, sonst würdet ihr ihn hier nicht alle in höchsten Tönen loben. So, wo fangen wir an? Hier steht ein Blümchen. So, wen haben wir hier? Ray und Tag. Ray, wir fangen mit dir an. Hey, did you hear? Seems like Ost's gonna be the last place to get decorated for the summer festival. But Mr. Karl's the governor. Why are we last? Cause he doesn't give anyone special treatment. It's kinda annoying that the other areas get to go first, though. Yeah, I get what you mean. Might as well get something done. It's not like we're doing anything else. Okay, also die werden jetzt in unterschiedlichen Reihenfolgen hier alle geschmückt, die ganzen Stadtabschnitte, und der hier kommt als letztes ran. Ich weiß nicht, wie viel Zeitverzug dahinter, dazwischen liegt, aber ist das wirklich so ein Problem? I know Mr. Karl doesn't play favorites, but it's kinda annoying. Hey Ray, how about we do something ourselves? Jo, wenn das erlaubt ist und euch das hier keiner verbietet und nicht alles irgendwie behördenseitig erstmal beantragt werden muss, warum nicht? Oh. Hier konnte ich rein. Das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber wenn wir schon mal hier sind, kann man ja mal gucken. So, wir sind im Haus 2. Und auch das sieht schon wieder sehr gemütlich aus. Hallo, Nono. Du kleines, süßes Kätzchen. Und Chacha. Nono und Chacha, da haben sich ja 2 gefunden. Nono's my friend. We're always together. Na dann. Hat sie wahrscheinlich ein ganz gutes Plätzchen hier gefunden, die gute Nono. Hallo, Male. Chacha's parents are regularly out of town on work, so they always leave her with us. I was worried at first about how she'd feel being away from her parents, but she seems perfectly happy. Between Chacha and Nono, things have been much more fun around here.
Das kann ich mir vorstellen. Keaton only ever talks about academia, but he's crazy about his granddaughter. He always takes the time to play with Chacha and Nono on his days off. Und wo ist er jetzt? Finden wir ihn oben oder ist er auch gerade unterwegs? Ah, da ist er. Guter Mann. Wir haben gerade schon ein bisschen was über Sie erfahren. Hallo, Herr Keaton. Heimdall has a population of 800,000, making it the most populated city in the Empire. No, in all of West Zemuria. It also happens to be one of its oldest cities, boasting 1,000 years of history. And you can see that history clear as day in places like Wallflame Palace or the passageways under the city. You could study this city your whole life and still have more to learn. Ich glaube, wir verstehen langsam, was die gute Male meinte, ne? Although I teach philosophy at a university, I like to present myself as a historian of sorts too. This city truly is one worth studying. Ja, und wie du schon sagst, wahrscheinlich eine Lebensaufgabe und etwas, womit man nie fertig wird. Aber das macht für ihn wahrscheinlich auch irgendwie den Reiz aus. Ich persönlich mag ja Dinge, die abschließbar sind. So, also wo du irgendwie ein Ziel vor Augen hast. Aber es kann natürlich auch als Ziel gesehen werden, sein Wissen zu mehren und bis zu einem Punkt auszuweiten. Looks like we've hit a dead end. This area seems easy to get lost in. Boah, ich finde das ganz okay. Dadurch, dass die Karten hier so hilfreich und praktisch sind in dem Spiel, wird man nicht wirklich verloren gehen. Ich weiß nicht, wie das in späteren Teilen ist, aber ich finde hier in Code Steel 1 ist das relativ überschaubar und übersichtlich. So, warte mal, hier ist noch... Ah, Kätzchen. Hi. Wie? Hattest du einen eigenen? Nee, du heißt einfach nur Kitten, alles klar. Ich habe gerade nur aus dem Augenwinkel irgendwas mit K gesehen und war mir nicht sicher. Ich laufe gerade eine komische Reihenfolge, ne? Aber dadurch, dass ich jetzt in Haus 2 schon gewesen bin, wollte ich jetzt Haus 1 auch mal besuchen. Relativ viel Freifläche hier, ne? Boah, ich weiß echt nicht, wie ich so ein Haus einrichten würde, wenn du so einen riesigen Raum hättest. Ich würde wahrscheinlich viel mit Raumtrennern machen, um das so ein bisschen voneinander abzugrenzen, weil diese losen Betten, die da so lieblos einfach ohne, weiß ich nicht, also das gefällt, die Ecke hier hätte ich auf jeden Fall anders gemacht, aber egal. Hallo Grasse, na? It's an awfully nice house, isn't it? Wir haben uns gerade schon unsere Gedanken drüber gemacht. We've been married for 3 years now, so we went all out and bought our own place. It really is nice having a home to call your own. Ja, kann ich mir vorstellen. We saved up enough Mira between us to buy this place on a loan. It was a bit of a stretch, but it couldn't have been more worth it. Hauptsache, ihr seid glücklich. Das ist das Wesentliche. Hört auch nicht auf mich. Ich mache mir nur meine eigenen Gedanken immer dazu. So, hi Jim, na? Hey there, do you need anything? It's just your average house, but feel free to make yourselves at home. Warum ist der denn so schüchtern? Der mutet so schüchtern an. It's not here either. Ach, er sucht das. Tingelingeling. Hier kommt irgendwann noch eine Sidequest mit dem. Also der ist, ja, es hat einen Grund. Es hat einen Grund, dass er so ist, wie er ist. Ja, wahrscheinlich keinem aufgefallen, aber wahrscheinlich hat mein Unterbewusstsein da wieder angeschlagen und irgendwas in meinem tiefsten Inneren hat sich dann doch wieder erinnert. So, wollen wir mal ins Pub? Oder in den Pub? Der, die, das Pub? Wir gehen in den Pub, sagt man. Oh, da steht eine Katze auf dem Tisch. Hello. Miau und pur. Eine Katze namens Adler. Ist ja auch interessant. So, haben wir Gäste hier, außer den, der da am Tresen sitzt? Ich glaube nicht. Bist du böse mit mir, wenn ich dich von hier anspreche? Manche Spiele mögen das ja nicht so gerne. Long time no see, no see, no see, Gamgee oder so. Gamgee, Gamgee. Marcus, didn't expect to see you back so soon. Did Carl call you back to help with the summer festival or something? No, not exactly. Then again, this is my father we're talking about. That might have been his plan all along. Oh, guess you haven't outgrown your habit of overthinking things. Nee, das hat er wirklich nicht. Either way, glad to see you're doing well. Make yourself at home. Alles wie immer also. So you're all students at that military academy, huh? Well, try to get along with Marcus. He's as stubborn as a mule, but... Let's not say anything unnecessary here, Gamgee.
Oh, thanks for reminding me. He's shy too, but he's still a good guy, all in all. Seems like most people here know exactly how to deal with him. Ich hätte gerne mehr gehört. Schade, dass Marcus ihn unterbrochen hat, aber okay. Well, do try to get along with Marcus. Take it as a personal request from this lovely old man. Okay, also eigentlich sind wir auch nett zu ihm, außer Uses manchmal halt nicht, ne? Aber da nehmen sich die beiden auch nicht viel. So, ja, guck mal, so eine 4000er Heilung wäre schon nett, ne? Aber wo kein Geld, da keine Einkäufe. Habe ich eigentlich beim letzten Mal meine Ingredients? Oh ja, die sind schon, okay, keine weiteren Fragen. Die habe ich schon ordentlich ausgeschöpft. Diesen Puffer, den ich mir da immer manchmal in der Hinterhand behalte. Hallo, Regalo. Man, I'm so bored. You think we'd get more customers with the summer festival so close? I need you to order something or I'm gonna die of boredom. Weiß ich nicht, nimm dir ein gutes Buch oder, keine Ahnung, irgendein Handheld oder so. Aber, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin überfordert mit Leuten, die sich langweilen. Gut, wenn du dich auf Arbeit zum Beispiel langweilst, ist das natürlich was anderes. Da kannst du ja nicht immer irgendwie das mit deinen persönlichen Interessen überbrücken. Aber abseits davon habe ich es halt nie verstanden. So. Okay, wer sind sie? Was? Johnny. Johnny, ich habe deinen Namen gerade nicht richtig lesen können. Right, where am I heading next? Ew, the amount of deliveries I gotta make always jumps up whenever the summer festival starts closing in. It's no problem though, I grew up here and know this place like the back of my hand. Na dann, I was born and raised here in the Ost District. Deliveries here are no problem. Na dann, wirst du auch diese Hürde überwinden. Ich hoffe, dass ihr in der Hochphase vielleicht ein bisschen besser bezahlt werdet, so saisonal. Gibt ja Firmen, die bezahlen nach Auftragslage. Und solche, die keine saisonalen Abstufungen haben. Vielleicht profitiert er davon, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. So, hier ist der Laden, wo wir nach der Racket fragen sollen. Da gehen wir jetzt erstmal noch nicht hin, sondern bist du Haus 3? Ah nee, du bist Ragnet's Family Home. Oh. Well, here it is. This is my home. Huh, you wouldn't be able to guess that the governor of Heimdall lived here. Ah, sorry, I didn't mean that in a bad way. No harm done. Mind if we go inside? Well, is there any reason to? It's empty right now anyway, since my father lives in his official residence most of the time. Right. Let's get out of here. Hey, warum? Jetzt hätte ich gerade erst recht reingewollt. No one's living here right now. It would be a better use of our time to focus on our field study. Ja, ne, trotzdem, bei Elliot haben wir ja auch kurz vorbeigeschaut. Also, mich hätte schon interessiert, wie er hier wohnt, aber ich glaube, da kommen wir später noch rein. So, warte mal, hier ist wahrscheinlich wieder eine Katze. Jawohl. That's three cats now. Oh, what a little cutie. There have always been a lot of cats around here. Not sure why though. Kann ich dir auch nicht beantworten. Die scheinen sich ja auf jeden Fall wohl zu fühlen. Was ja per se nichts Schlechtes sein muss, ne? So, ich glaube, die beiden waren komisch. Cargo und Patiri. Oder Pattery oder so. Marcus, what are you doing back here? Yo, Marcus. Didn't think you'd show your ugly mug around here again so quickly. Ah ja, ja. Ich erinnere mich. Oh, die tragen auf jeden Fall ihr Herz auf der Zunge. Some people never grow up. I'd hoped that you'd quit the delinquent act and actually try studying for once. Shut it, you ain't got the right to tell us what to do. Damn straight, Pattery's number one here in the Ost District, so don't even try to mess with her. Come on, Pattery, show him how scary we are. Right. Listen up, jackass. You sure don't need thicker glasses. Looks like you're getting blinder by the day. Eat that, dork lord. You sure know some interesting people. I wish I didn't. Ich bin nicht so ganz verstanden, warum die so aggro sind auf ihn. Ich weiß auch nicht mehr, ob das irgendwie später noch erklärt wird. Oder die finden das einfach ultra lustig, ihn nonstop zu beleidigen.
Listen up, Pater is number one here in the Oz District, so don't even try to mess with her. She'll knock you senseless if you do. Ja, das können wir gerne mal im Kampf nochmal ausdiskutieren, ob sie das wirklich so hinbekommt. Just cause you're smart doesn't make you a tough guy, Marcus. Next time you try to step up, I'll beat you so bad you never step again, and don't you forget it. Die droht uns ja einfach Gewalt an. Also, ganz ehrlich, geht gar nicht. Geht gar nicht und ist auch nicht lustig. Ja, am Anfang dachte ich immer, das wäre irgendwie so Neckereien, aber ich glaube, das hört irgendwie auch im Laufe des Spiels nicht so wirklich auf. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal schauen, ob wir hier fündig werden. Das ist vielleicht unsere letzte Anlaufstelle, denn viel mehr Optionen wird es jetzt hier vermutlich nicht mehr geben, um an die gute alte Platte zu kommen. So, hallo Nadja, du musst uns helfen. Wir sind verzweifelt auf der Suche. Welcome. Oh, hey Marcus. Huh? What are you doing here? What happened to your grandmother? It's kind of odd not to see her here. She called it quits, basically, so now the store is all mine. Really? No need to freak out, I'm handling things pretty well. Anyway, be sure to drop by if you're ever in the neighborhood. I don't have too many years on me, but I know what I'm doing. Right. Anyway, there's something I'd like to ask. We're searching for a specific record. Do you know if you have Amber Amour in stock here by any chance? Let me have a look, okay? Wir warten, wir halten die Luft an. Sorry for the wait, is this the one? Yay, das sieht gut aus. Thank you very much. So, is that the one? Yep, it's the real deal. It's in really good condition considering that it's second hand too. Emmy will be ecstatic to see this. How much is it? It's 10% of the original price. Only 10%? That's still pretty expensive. Hey, I'm trying to run a business here. It's a fair price given how well the records managed to hold its value. I figured it would be more than regular price since it's so rare. See, she gets it. It would be way more than retail price if it was out of print too. 10% take it or leave it. We'll take it. This should cover it. Ja gut, wenn wir genug Geld bekommen haben, warum diskutieren wir dann noch mit ihr oder zahlen wir jetzt noch was on top aus eigener Tasche? Pleasure doing business with you. Well, we found what we needed. Yeah, let's bring this back to Hemming. Das werden wir. Aber erstmal nehmen wir uns noch die Minute mit ihr. Is there anything else you need? Come back anytime. Okay, nicht sehr gesprächig, aber wir haben ja am Anfang schon ein bisschen mit ihr über ihre Großmutter gesprochen und erfahren, dass sie den Laden übernommen hat und so. Also ein bisschen was an sinnvollem Austausch kam ja auch zustande. Nein, warte, ich wollte nicht auf Talk gehen. Achso, hier haben wir nur wieder die Separate Exchange-Möglichkeiten. Alles klar, nee, dann würde ich sagen, können wir entweder zu ihm jetzt zurück oder wir gehen jetzt zum Plaza. Aber rein von der Reihenfolge her. Achso, warte mal. Travel to another district. Ich kann das doch hier auch auswählen, weil ich das vorhin nicht gesehen habe. Bin ich unnötigerweise zur Bimmelbahn rübergelaufen. Das hätte man sich auch einfacher machen können. Aber dann habe ich das jetzt auch verstanden. So, dann werden wir gleich hoffentlich in ein glückliches Gesicht blicken. Und vielleicht auch eine musikalische Kostprobe von dem Stück kriegen. Wer weiß. Gute Nachrichten, Hemming. Talk? Ja. Ja, wir sind doch rechtzeitig, ne? So you found it after all? Somehow, yeah, it's all yours. Elliot gave Hemming Amber Amour and his change and told him what happened. Sorry, I couldn't find you a brand new one. No need to worry. You've really saved my evening. Now I don't have to worry about disappointing my friend. How wonderful to hear. Yeah, all that searching was worth it. Well, you can't go without a reward, so here, it's one of our desserts. Desserts? Wobbly pudding. Thank you very much. It looks so good that I sort of want to eat it right now. That's quite the compliment. Well then, best of luck with the rest of your field study. Yay! Dankeschön. Ich weiß jetzt gar nicht. Und ja,
Die Musik verändert sich. Oh, ich finde das so toll. Ich finde das so toll. Okay, ich wollte mir jetzt einmal noch angucken, bevor ich das vergesse, was er mit diesem Wobbling irgendwas, dem Wobbling Pudding, was der so kann. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das irgendwas ist, was uns tatsächlich... Wo finde ich das denn? Ach, hier bei Items. Warte mal, ich habe von nicht allzu vielen Sachen 5 Stück, da ist es. Okay, 2600, ja, ist so mittelgut, würde ich sagen. Entschuldigung. Für das, was wir jetzt aktuell so an HPs haben. A thick yet delicate wobbly pudding. Yeses! Sehr schön. Und Rand, was sagen sie? Learn to many people into Transion and Rebonia. Ach, das ist der passionierte, ich mag Züge, Dude. I tested the record out right away and it sounds perfect. Thank you all so much, you lifesavers. Das war das Ziel. Ah, ich weiß nicht, irgendwie freue ich mich für den mehr als für manch anderen Auftraggeber, den wir hier bisher so glücklich machen konnten. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie gefühlt, seine Not. Das ist, weiß ich nicht, als würdest du dich mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin treffen und ihr teilt den gleichen Musikgeschmack und könnt dann eure Lieblingssongs nicht hören. Ich meine, wie kacke ist das bitte? So, dann... falsche Taste. Nein, schon wieder falsche Taste, hä? Okay, ich bin zu doof, die richtige Taste zu finden, aber ich stehe ja eh gleich hier, dann kann ich auch gleich diesen Weg gehen. Und dann gucken wir, aber das dauert ja dann immer 10 Jahre, ne? Ja, deswegen ist das über die Karte halt ein bisschen besser. Aber egal, dann kann ich zum ersten Mal in der Folge meinen vernachlässigten Kaffee wieder zu mir nehmen. Cheers. Und ab dem nächsten Mal dann nur noch über die Karte. Ich schwöre euch, wir werden in der nächsten Folge da nicht nochmal einsteigen. Damit wir noch mehr NPCs und noch mehr Progress mitnehmen können. Auch wenn ich das eigentlich ganz schick finde. Na guck mal, hier sind wir doch noch gar nicht gewesen. Das sieht man dann auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Ey, was ist mit meiner Stimme heute wieder los? Stellt euch darauf ein, dass das in der nächsten Folge auch nicht viel besser wird. Außer ich muss nochmal hart rumräuspern oder so. Manchmal hilft das, manchmal nicht. This is Dreikus Plaza. The large building you can see in the distance is Wallflame Palace, home of the Imperial family and the government. I can see a statue of Emperor Dreikus, the Lionheart, in the center of the plaza as well. Haha, this is the one place in the capital that never gets any less stunning, no matter how many times I see it. Well, we've come all the way out here, we might as well go take a closer look. Yep. Yep. Ich möchte viel beipflichten mit genau der Schreibweise und wahrscheinlich genau der Betonung, die sie auch an den Tag gelegt hat. Wir haben jetzt hier zwei Hauptziele. Warte mal. Großer Platz und so. Ich brauche jetzt erstmal wieder eine kluge Vorgehensweise, wobei man das eigentlich ganz gut abzählen kann. Wir haben zwei Single-Leute, wir haben zwei Pärchen und wir haben eine Dreier... Ne, wir haben drei Pärchen. Moment. Dreimal stehen hier zwei Leute nebeneinander. Und die Leute, die hier einzeln sind, laufen die oder stehen die? Die stehen. Okay, da muss ich mir eigentlich gar keinen Stress machen. Here's the statue of Emperor Dreikus. He strikes quite a stately pose. Weird to think he's the one who founded our academy. Ja, ich habe schon schönere Statuen in meinem Leben gesehen. Aber ist okay. Die soll ja keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern, die Erinnerungen aufrechterhalten und das Erbe, das Historische quasi. This place truly is a sight for sore eyes. It reflects Erebonia's strength and majesty so well. Das stimmt. Also gut, ich bin historisch jetzt hier nicht so involviert wie wahrscheinlich viele andere, aber es sieht schon schön aus. So sprach der Laie vom Dienst. This is spectacular. No, there is no word powerful enough to adequately describe a sight like this. What a fitting city for our emperor to reside in. Mhm. Also hier scheint auf jeden Fall relativ richtig zu laufen. Zumindest aus Sicht der Touristen und auch aus Sicht einiger Einwohner. Und das... Ach, du bewegst dich doch. Ich dachte vorhin, du stehst nur rum, Kali. My parents are both Imperial Family Fanatics. I can't believe they're out surveying potential spots to watch the parade from 2 days in advance. Worse yet, no matter where they
where their obsession takes them, they always drag me along. But do they care what I want? No. My parents are both imperial. Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war so, ja, lass sie doch, ist doch okay, mach doch dein eigenes Ding. Aber wenn die da mit reingezogen wird, obwohl sie da gar keinen Bock drauf hat, dann verstehe ich, dass sie das echt kacke findet und sich drüber beschwert. Hallo Vanessa. How dare they? How dare those Imperial Chronicle buffoons write something like this? Don't they realize that Princess Alphen is an Erebonian idol? Don't they realize what she means to us? It's far too early for her to get married. She is 15 now, though. It wouldn't be completely bizarre for there to be someone she's fond of already. Ich glaube, das sind dann wohl ihre Eltern, ne? Princess Alphen should be making her first appearance at the Summer Festival's garden party this year. People have been saying that whoever she dances with, there will be her future husband. But I choose not to believe such rumors. Dammt. Hat schon wieder jemand Namen gewürfelt hier. There's always a parade on the first day of the Summer Festival. It's one of the few chances for regular people like us to see the Imperial family in person. I can't wait. There's always a parade. Warum lasst ihr eure Tochter nicht zu Hause? Die ist doch alt genug. Die wird schon nichts verbrechen. Ihr quält sie. Nur weil ihr euch selber dafür... Das ist, als würde ich meine Kinder irgendwann dazu zwingen, sich meine Konzerte zu geben. So, ey, da ist ein Konzert. So, ich weiß, mein Kind findet das übelst scheiße, hat da gar keinen Bock drauf. Ich fluche heute ganz schön viel, ne? Sorry. Und ich sag, hier, kommst trotzdem mit. Ist mir Wurst. So, warum? Warum tut man sowas? So, hier kommen wir wahrscheinlich eh nicht durch, aber das ist ein rotes Ausrufezeichen. Da traue ich mich jetzt noch nicht hin. Ich weiß nicht, was ich dann für eine Eskalation lostrete. Hallo André, dich haben wir in Berea Hart schon... Nee, in Keldic haben wir dich gesehen. Am Markt, da hast du gespielt. Da war unsere erste Begegnung. Why, hello there. Have you all come to hear my symphony of love as it resounds throughout the city? Didn't we meet you at the Grand Market in Keldic? Haha, what are you doing here? Oh, how silly of you. I am a free spirit, one who is everywhere, yet nowhere. Crazy talk aside, he's probably here for the summer festival. Yeah, you don't say. So wie wahrscheinlich alle hier gerade. This city overflows with love during the summer festival. It's only natural that such love would draw one such as myself. Ja. Und hier ist ja auch viel Platz und wahrscheinlich auch viele Interessenten. Wobei hier gerade nicht ein einziger bei ihm steht und ihm lauscht. Also er spielt eigentlich gerade für nichts und niemanden, so gesehen, ne? Also es klingt voll gemein, wenn ich das so sage, aber ist so. So, wen haben wir jetzt hier? Tim, Ubo und Nick. Nick, mit dir fangen wir an. Hey, this is our turf. You ain't gonna find any places bigger than this one to play around in. Ja, das wird wohl wahr sein. Also ich meine, ich kenne noch nicht alle Ecken der Stadt. Wir haben ja als Group A oder B nur eine Seite der Stadt kennengelernt, aber wahrscheinlich hast du recht. Right, let's play some ball. With weather like this, we can kick it around for hours. Das könnt ihr wohl. I think we're better off playing cards instead. The Imperial Guardsmen will really scold us if the ball goes near the palace, or at least I think so. Du bist dann wohl eher der Vorsichtige. Ich habe früher beides gerne gemacht. Ich kann mich nicht mal mit einem mehr identifizieren als mit dem anderen. Nur halt nicht in so großen Gruppen. Ich habe immer lieber mit weniger Kindern gespielt, zu denen ich irgendwie eine Bindung hatte, als so in großen Gruppen. Weil nie der Typ da auf dem Spielplatz fremde Kinder angesprochen hat und die dazu eingeladen hat, mit uns zu spielen. Ich wollte so immer in meinem kleinen Dunstkreis bleiben. Das hat sich bis ins Erwachsenenalter... hat sich das so beibehalten. Ach, guck mal, hier sind noch zwei. An euch bin ich ja gerade komplett vorbeigelaufen. Und euch kennen wir auch. Ricky und Anton. Ja, euch habe ich im... Der stand im Berea Hut, der war die Hidden Quest. Der Anton hier, der stand da vor diesem Fort. Anton's actually a poet, you know. He's been using his tragic love life as inspiration for everything he writes. Traveling only reminds him of his past rejections, which helps him write more. Ja, klingt nach einem Teufelskreis, nur positiv. Oh, das war gerade neu. Anton decided to become a poet in the middle of our travels. Well, a self-proclaimed one at least. Na, so ist das manchmal.
Hallo Anton. So this is Wallfly Palace. It's just magnificent. If I were even a thousandth as majestic as this building, maybe she wouldn't have rejected me. Okay, I leave on a journey to heal my heart from the wounds love has caused me, and yet here I am taking even more hits. Oh, Ricky, what's the point of it all? We're asking the wrong guy. You're asking, but in case you've forgotten, you are here on vacation, technically. Oh, ihr seid schon zwei interessante Typen. Aber da wird wahrscheinlich wieder ein wunderschönes Gedicht daraus entspringen. Aus der Story, die dir hier gerade irgendwie Kummer bereitet, gedanklich. Okay, ihr Lieben, wir werden dann in der nächsten Folge definitiv mit der Hauptstory weitermachen. In welcher Reihenfolge, das wird sich dann zeigen. Wir haben, glaube ich, gerade drei Hauptmissionen offen, ne? Ja, Monster wird's nicht. Wir starten wahrscheinlich mit dem Hut und dann mit den Chronicles und dann mit dem Monster und werden damit, glaube ich, in der nächsten Folge ganz gut ausgelastet sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!